Kenntnisse von GF Piping Systems aus über 60 Jahren Entwicklung und Anwendung tragen dazu bei, dass richtig ausgeführte Klebeverbindungen mit lösungsmittelbasierten Klebstoffen langlebig und widerstandsfähig sind. Das Video zeigt das Verkleben von PVC-U mit Tangit Plus. Es gilt grundsätzlich auch für PVC-C und ABS und für andere Tangit-Klebstoffe. Das Video gilt nicht für GF Dütex. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen dazu. Wir bieten auch einen Klebstoff an, der komplett lösemittelfrei ist, Tangit Rapid. Dafür gibt es ein separates Schulungsvideo. Das Herstellen von Klebeverbindungen mit GF-Fittings und Rohren ist leicht zu erlernen. Die praktische Schulung ist jedoch Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung. Im folgenden Video sind die wichtigsten Hinweise zusammengefasst. Für das rationelle Bearbeiten der Rohre und zum Herstellen der Klebeverbindungen werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet: Rohrschneider oder Fuchsschwanz, Rohranschräggerät und Entgrater, Tangitreiniger, Tangitklebstoff, wasserfester Stift, Meterstab, Pinsel je nach Rohrdimension in der passenden Größe, weißes, saugfähiges und fusselfreies Papier, Schutzhandschuhe nach EN374 und dichtschließende Schutzbrille. Je nach Land, Anwendung und Anforderung stehen verschiedene Tangit-Klebstoffe zur Verfügung. Beachten Sie dazu auch unsere Chemres Plus Datenbank online. Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten, beachten Sie folgende Punkte. Klebungen sollten bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35 Grad Celsius durchgeführt werden. Gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Kein offenes Feuer während des Reinigens und Klebens. Beachten Sie die entsprechenden länderspezifischen Sicherheitsdatenblätter. Schutzbrille und lösemittelbeständige Schutzhandschuhe tragen. Rohrenden rechtwinklig abtrennen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Für größere Dimensionen können auch Sägesysteme verwendet werden. Die Rohrenden, wenn nötig, innen entgraten und mit einem Anschräggerät anschrägen, damit der Klebstoff vollflächig zwischen Rohr und Muffe gelangt. Angeschrägt wird beispielsweise bei einem Rohrdurchmesser von D50 auf 2 bis 3 mm Länge, bei Durchmessern von D63 bis D225 auf 3 bis 6 mm Länge. Alle Fittings von Georg Fischer sind bereits angeschrägt. Durch die Lösemittel werden die eingestrichenen Flächen angelöst und aufgequollen. Nach dem Verflüchtigen der Lösungsmittel entsteht eine homogene Verbindung mit annähernd den gleichen mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften wie das Rohrsystem. Der Tangit-Klebstoff wird gebrauchsfertig geliefert. Vor Gebrauch gut mit einem Schraubendreher oder Holzspachtel umrühren oder schütteln. Klebstoff richtiger Konsistenz läuft an einem schräg gehaltenen Stab fahnenartig ab. Unter Klumpenbildung und ungleichmäßig ablaufender Klebstoff darf nicht mehr verwendet werden. Die maximale Lagerdauer beträgt 24 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Dose aufgedruckt. Ein Verdünnen des Klebstoffs ist nicht zulässig. Die Klebeflächen zunächst vom groben Schmutz säubern. Bei der Feinreinigung werden die Klebeflächen mit Tangit PVC-U, PVC-C, ABS-Reiniger und Papier gründlich gereinigt. Dabei für jedes Formteil stets neues Papier verwenden. Eventuell vorhandenes Kondenswasser muss entfernt werden. Die Rohre können eine wachsige Oberfläche aufweisen. Bei diesen führt nur ein wiederholtes Reinigen bis zum sichtbaren Mattwerden der Rohroberfläche zu einer einwandfreien Verklebung. Allenfalls zusätzlich die Klebeflächen mit Schmirgelleinen der Körnung 80 oder feiner unter Beachtung der maximal zulässigen Spalte gleichmäßig aufrauen. Die Anlösung der Fügeteile nach der abschließenden Feinreinigung, Fingernagelprobe, prüfen. Die zum Reinigen benutzten Papiere sollten in einem Behälter mit Deckel entsorgt werden, um unnötige Lösemittelkonzentrationen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Eine Markierung der Klebelängen auf dem Rohrende dient zur Orientierung, wie weit Klebstoff aufgetragen werden muss
und ermöglicht die nachträgliche Kontrolle, ob das Rohr tief genug in die Fittingsmuffe eingeschoben wurde. Der Klebstoffauftrag erfolgt mit einem Pinsel. Die Größe des Pinsels richtet sich nach dem zu verarbeitenden Rohrdurchmesser. Unter kräftigem Pinseldruck in axialer Richtung, zunächst in den Fitting, dann auf das Rohr eine gleichmäßige, geschlossene Klebstoffschicht auftragen. Klebstoff dünn in den Fitting einstreichen, um eine zu große Wulstbildung im Rohr zu vermeiden. Auf das Rohrende den Klebstoff satt auftragen. Unmittelbar nach dem Klebstoffauftrag werden die Teile gemäß der Markierung auf dem Rohr und den nützlichen Winkelmarkierungen auf dem Fitting ausgerichtet und dann sofort und ohne Verdrehen bis zum Anschlag zusammengeschoben und einige Sekunden fixiert. Nach dem Zusammenfügen muss innen und außen ein geschlossener Wulst sichtbar sein. Der äußere Wulst soll größer sein. Überschüssigen Klebstoff sofort mit sauberem, saugfähigem Papier abwischen. Die Klebstoff- und Reinigungsdosen sind in den Arbeitspausen mit einer Dosenkappe oder nach Beendigung der Arbeit sofort zu verschließen. Damit werden Lösemittelverluste verhindert. Bei Rohrdurchmessern ab ca. D75 wird der Klebstoff von zwei Personen gleichzeitig auf Rohr und Muffe aufgetragen. Unsere Erfahrungen und Versuche zeigen, dass Rohre etwa ab der Dimension D250 teilweise Ovalitäten aufweisen, die zu einem Klebspalt von mehr als 0,6 mm führen können. Deshalb muss die Klebung besonders sorgfältig und von mehreren Personen gleichzeitig durchgeführt werden. Während der ersten 5 Minuten nach der Klebung dürfen die Rohre nicht bewegt werden. Nach Ablauf der Zeit dürfen die Klebeverbindungen bereits vorsichtig mechanisch beansprucht werden. Das heißt, es ist praktisch ein kontinuierliches Arbeiten möglich. Wichtig ist, dass die Klebeverbindung zügig hergestellt wird. Die offene Zeit des Klebstoffes ist unterschiedlich und beträgt bei 20 Grad Celsius und einer Filmdicke von 1 mm zwischen ca. 1 und maximal 4 Minuten, je nach verwendetem Klebstoff. Bei höheren Temperaturen oder reduzierter Filmdicke verkürzt sich diese Zeit. Fertiggestellte Rohrleitungen sollten offen stehen gelassen werden und eventuell vorhandene Ventile geöffnet werden, damit sich keine Lösemitteldämpfe in der Leitung ansammeln. Nach dem Trocknungsvorgang dürfen die Leitungen befüllt werden. Vor der Inbetriebnahme sind die Rohrleitungen gut durchzuspülen, um eventuell vorhandene Lösemitteldämpfe zu entfernen. Druckluft darf nicht als Spülmedium verwendet werden. Die zum Klebstoffauftrag benutzten Pinsel sollten mit Tangitreiniger ausgewaschen werden. Andernfalls verhärten sie. Vor erneuter Verwendung müssen gereinigte Pinsel handtrocken sein. Die Zeit bis zur Belastung der Klebeverbindung durch den Betriebs- oder Prüfdruck wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Genaue Angaben sind im technischen Handbuch zu finden. Als Richtwert für den praktischen Baustellenbetrieb gilt 1 Stunde Wartezeit je bar Betriebsdruck nach der letzten Klebung. Es wird empfohlen, Leitungen, die nicht sofort in Betrieb genommen werden, nach sorgfältigem Spülen mit Wasser zu befüllen und regelmäßig durchzuspülen. So hergestellte Klebeverbindungen sind dauerhaft dicht und zeichnen sich durch hohe Betriebssicherheit aus. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie GF Piping Systems, Ihr Partner für den Kunststoff-Rohrleitungsbau.